Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. Mai 2018? Heute ist ein Schicksalstag. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Nicht nur das, sondern heute stehen wir in einer Kreuzung. Das bedeutet, dass wir überlegen, wie geht das weiter und treffen wichtige Entscheidungen. Kann auch bedeuten, dass andere trifft diese Entscheidungen, aber beeinflusst unserem Leben. Diese Kreuzung bedeutet auch, dass Wegen, Schicksalswegen kreuzen sie sich, kommt zu einer schicksalhaften Begegnung oder karmischen Begegnung. Kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und kreuzen sich die Wege wieder. Aber erstmal schauen wir an, was ist ein Schicksalstag, was meine ich damit? Wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Es gibt Menschen, die daran fest glauben und die geben das nicht auf. Und sie leben ihren Träumen. Und es gibt bestimmte Tage. Und ich nenne diese Tage als Schicksalstage, weil die Mondenergie beeinflusst es. Und die Mondeinfluss wirkt auf unseren Gefühlen. Und das fühlen wir auch. Und hier handelt sich um unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte. Es gibt Tage, wo das ganz nah erscheint, wo wir das Gefühl haben, ja, das kommt so, das geht zum Erfüllung. Dann haben wir auch diese Vertrauen. Es gibt Tage, wo das uns so weit weg ist, wo wir das als hoffnungslos betrachten. Und dann gibt es wieder Tage, wie die heutigen Schicksalstag, wo wir anfangen zum Zweifeln. Und in diesem Moment, wo wir zweifeln, werft uns das zurück, wir geben das auf. Entweder das ist unserem eigenen Gefühl, weil wir selbst als hoffnungslos erscheint und fangen wir an zum Zweifeln, ob das überhaupt erreichbar ist. Kann auch bedeuten, dass es Einflüsse kommen von außen und wir führen wir ein Gespräch und es löst aus, dass wir zweifeln an unserer Vision, an unserem Träumen. In dem Moment kippt es um und es wirft uns zurück, das entfernt uns von dem Wunscherfüllung. Wir können aber in diesen entscheidenden Tagen, wie dieser heutige, diese Zweifel überwinden und gehen wir ein Stück näher zu unseren Träumen, Visionen und bekommen wir die Kraft, auch diese Überzeugungskraft und immer mehr Glauben daran. Es kann in solchen Tagen wie heute in beiden Richtungen gehen. Ich möchte nur beschreiben, das Gefühl ist da. Die Mondenergie beeinflusst dieses Gefühl. Und wenn wir das bewusst wahrnehmen und da Kraft zeigen, oder gerade wenn wir Gespräche führen mit anderen und sie sind in anderen Meinung, dass wir dann doch in unserem Vorhaben bleiben, dass wir das nicht aufgeben. Weil jetzt zeigen wir Kraft. Das ist wie ein Prüfstein. Glauben wir wirklich auf diesen Wunsch oder das ist gar nicht so wichtig oder wir zweifeln daran. Und das sind diese Schicksalstage. Warum nenne ich das Schicksalstage? Aus ganz einfachen Gründen, weil diese Entscheidungen beeinflussen unser Schicksal. Dann diese Kreuzung. Kommt auch nicht ungefähr, sondern das löst auch die Mondbewegung.
Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder. Es nähert sich zu Neumond. Die Widderenergie symbolisiert ein Neuanfang, ein Neubeginn. Wir stehen auch vor einem Neubeginn. Und diese Mondenergie, das wirkt auf uns alle, nicht nur für die Wiedergeborenen, sondern das ist die Eigenschaft des Mondes, das beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unseren Gefühlszustand, zwar alle Tierkreiszeichen und vermittelt immer die Themen, die Energie, wo sich gerade bewegt, und das ist momentan die Tierkreiszeichen wieder. Natürlich steht jetzt eine Spannung, weil viele Planeten befinden sich im Steinbock gerade und Steinbock und Widder, die stehen in Spannung und das kommt von den Elementen her. Widder ist Feuerelement, Steinbock ist Erdeelement und die beiden Elementen vertragen sich nicht. Das meine ich nicht, dass die Menschen, die wiedergeboren sind, vertragen nicht die Steinbockgeborenen. Das möchte ich nicht sagen, sondern die Element löst hier etwas aus. Für die Steinbock-Erdeelement, diese feurige Temperament, die Widder, ist zu viel Feuer. Das heißt, die Erde trocknet aus, so wie in Natur, auch wenn es viel Sonnenschein ist und kein Regen, was passiert? Die Erde trocknet aus. Umgekehrt auch, die Steinbockerde kann für die Widder zu viel sein und fühlt das als bedrückend. Die Feuer geht aus, die Erde löscht die Feuer aus. Das können wir auch betrachten in Natur, wenn wir eine Kerze anzünden, das ist Feuerelement. Und dann kippen wir Erde drauf, dann löscht es aus. So können wir das mal vergleichen. Aber es gibt immer eine Lösung und das liegt im goldenen Schnittpunkt. Und der goldene Schnittpunkt liegt in Tierkreiszeichen Fische. Einfach im Vertrauen bleiben, dass das in Bewegung kommt, das zum Fließen beginnt, also eine fließende Energie und auch das Vertrauen, was die Tierkreiszeichen Fischen vermittelt. Und natürlich kommt noch auch dazu, dass man nicht mit Durchsetzungskraft etwas zu erreichen momentan, sondern einfach im Vertrauen, dass es alles langsam zum Fließen beginnt. Daran liegt die Lösung. Dann ist das diese Spannung weg, sondern wir fühlen uns entspannt. Andere Einflüsse sind sehr gut und sehr schön, aber das erkläre ich auch gleich. Also, Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und bekommt einen Einfluss von Sternen. Einmal bestrahlt Baten Kaitos. Baten Kaitos ist ein Stern im Sternbild Walfisch. Die Geschichte habe ich oft erzählt, ich möchte jetzt nicht nochmal wiederholen. Das ist die Geschichte von Andromeda, die gefesselte Königstochter. Wer hat Andromeda gefesselt? Genau diese Walfisch. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Diese Baten Kaitos vermittelt uns heute etwas. Erzwungene Ereignisse oder Einflüsse von außen. Jemand versucht uns beeinflussen. Und das ist nicht gut. Und hierin sollen wir mal ein Nein dazu sagen. Und weil heute gerade in diesem Schicksalstag hier schicksalhafte Entscheidungen geht oder unserem Wunscherfüllung geht, und gerade in diesem Tag kann das umkippen, weil wir anfangen zum Zweifeln, dann sollen wir das auch berücksichtigen, was diese Baten Kaitos auch erzählt. Es kommen Einflüsse von außen und jemand versucht uns dabei hindern. Vielleicht ist das ein gut gemeinter Rat, es muss nicht was Böses bedeuten. Mal ein Beispiel. Jemand hatte den Wunsch, die Berufung zum Leben. Im Arbeitsplatz ist unglücklich.
Vielleicht sogar kränkt es und spürt auch die Krankheit, zeigt auch Signalen. Also es wäre notwendig, beruflich neu orientieren. Dann hat man eine Vorstellung, einen Wunsch, die Traumberuf, die Berufung, das ruft auch. Und man versucht da Gedanken zu machen. Dann kann folgende Situation passieren, dass wir das an jemand vertrauen. Und der andere sagt, überlege das mal ganz gut. Sei vernünftig. Du hast einen sicheren Arbeitsplatz. Sowas gibt man nicht auf. Und außerdem, du bist gar nicht mehr so jung. Oder musst du noch was dazu lernen? Verdienst auch weniger. Also das hat überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist dieser Rat gut gemeint, aber es ist nicht gut für uns, weil die Entscheidende ist, gerade bei diesem Schicksalstag, in dieser Vorstellungskraft zu bleiben. Doch, ich mache es. Und diese Einflüsse sollen wir ausschalten oder nicht zuhören oder einfach nicht zulassen. Das kann auch in der Liebepartnerschaft sein. Wie viel Menschen haben eine Sehnsucht nach jemand? Sehr viele. Und oft sind diese Liebe so verankert, dass es gar nicht so einfach ist, davon loszulassen. Und dann man erzählt es zu Freundin oder einer Kollegin zum Beispiel. Man erzählt, ja, ich habe immer noch die Hoffnung und ich möchte das auch nicht aufgeben. Und dann sagt die Freundin, ja, wann hat er letztes Mal geschrieben? Ah ja, das ist schon ein Monat her. Ja, dann vergiss es doch. Also so kommen die Ratschläge, was vielleicht wirklich gut gemeint ist. Aber in dem Moment geben wir unserem Traum, unserem Wunsch, unserem Sehnsucht auf. Das kann natürlich auch bei Männern passieren. Und das werft uns sofort zurück. Bis mal wieder dieser Wunsch da ist, weil das Gefühl bleibt. Das können wir nicht unter dem Teppich kehren, das meldet sich wieder. Und heute ist diese entscheidende. Dann, die nächste Stern, Alpherg, hat auch eine Bedeutung, bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Und dann sind wir bei Tierkreiszeichen Fischen, was eigentlich die Lösung bildet von dieser Spannung, weil da liegt der goldene Schnittpunkt. Also die Konzentration sollen wir Richtung Tierkreiszeichen Fischen orientieren. Diese Alpherg befindet sich nämlich in Tierkreiszeichen Fischen. Warum wirkt auf ein Widermond, wenn das im Fischen ist? Ganz einfach, diese Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und sie sind miteinander verschmolzen, also es kann sowas passieren. Alpherg befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und bestrahlt die heutige Mondbewegung. Mond nimmt es auf und vermittelt uns weiter, somit beeinflusst unserem Leben, unserem Alltag und wirkt heute intensiv. Diesem Alpherg, wie ein Nabelschnur, verbindet die beiden Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen ist auch ein Doppelzeichen. Es sind nämlich zwei Fischen. Astronomisch wird es so beschrieben. Einmal gibt es südlichen Fisch und einmal gibt es die nördlichen Fisch. Und diese Alpherg verbindet die beiden Fischen miteinander. Und jetzt können wir mal hier stehen bleiben, weil die Tierkreiszeichen haben eine ganz große Bedeutung. Wenn man jemanden die Tierkreiszeichen Fischen entdeckt hat, dann kommt zu Ergebnis, hier liegt die Reichtum in allen Ebenen. Ob das finanzielle Reichtum ist oder Reichtum in unseren Gefühlen, das innere Reichtum, das heißt Spiritualität, in allen Ebenen. Und gerade bei Wunscherfüllung ist es so enorm wichtig, dass wir diese Fischenenergie mal näher beleuchten. Es gibt diese beiden Fischen, die schwimmen. Fischen schwimmen im Ozean.
Die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zum Wasserelement und Wasserelement symbolisiert unserem Gefühlen. Also, das heißt, stellen wir mal vor, unserem Gefühlen besteht aus Wasser und wir stellen vor, das ist wie ein Ozean. Und wir sind die Fische in diesem Ozean. Wenn wir in diesem Vertrauen bleiben, dass wir schwimmen können und kann nichts passieren, dann trägt das Wasser. Und wir haben dieses Vertrauen und auch in unserer Natur diesen Glauben. Und der Ozean bleibt ruhig und wir könnten diesen Blick genießen. Das Wasser trägt. Übersetzt das in unserem Leben, wenn wir an uns selbst glauben und an die Schöpfung glauben oder Gott glauben und wir haben dieses tiefe Vertrauen, dass das Leben uns trägt und haben die innere Ruhe, das heißt, die Ozean ist still, dann werden wir erleben, dass es alles auf uns schwimmt. Alles, was wir wünschen, da ist die Reichtum verborgen. Ob das, wie gesagt, finanziell und kommt zum Geldfluss oder anderen Sachen. Das heißt, wir zeigen uns gegenüber, Gott gegenüber, das Leben gegenüber, ein Urvertrauen und ein starkes Glauben, dass wir niemals daran zweifeln. Wenn wir daran zweifeln, dann schwimmen wir in andere Richtung und kommen wir zum zweiten Fisch. Das gibt es auch bei Fischengeborenen. Das können wir auch bildhaft so vorstellen, wieder die Ozean. Ozean ist aus Wasser, Wasser symbolisiert unseren Gefühlen, natürlich auch unsere Wünsche, Träume, gehört auch zum Wasserelement. Also, das heißt, unserem Gefühlszustand in einen großen Ozean. Dann fangen wir an zum Zweifeln oder haben wir Angst. Das würde bedeuten, weil hier sind wir bei den Fischen, dass wir an uns selbst zweifeln und sagen wir, ich bin zwar ein Fisch, aber ich habe Angst vom Wasser. Merken Sie was? Oder wenn man sagt, ich bin zwar ein Fisch, aber ich glaube gar nicht, dass ich schwimmen kann. Oder ich bin zwar ein Fisch, ich bin im Wasser, aber ich habe Angst vor Wellen. Oder ich bin zwar ein Fisch, aber ich brauche ein Rettungsboot. Das passt doch nicht zusammen. Aber mit diesem Gedankenmuster schwimmt der Fisch in eine andere Richtung. Das heißt, ständig im Zweifel und Angst und das sind Gefühle. Und dann die Ozean. Der Ozean unserer Gefühle ist nicht mehr still, sondern kommen Wellen. Hohe Wellen in diesem Ozean. Und wir glauben immer noch nicht, dass wir schwimmen können als Fisch und immer warten auf ein Rettungsschiff. Was passiert? Wir sinken. Wir sinken immer tiefer. Und das kann der Gefühlszustand sein, auch bei Fischengeborenen. Natürlich, das prägt die Fischengeborenen. Aber wenn wir Einflüsse von Tierkreiszeichen Fischen haben, das ist auch spürbar. Und hier ist die entscheidende, welche Richtung schwimmen wir? Wo liegt, das sind gar nicht die Gedanken, natürlich beginnt das mit einem Gedanken, dass wir das ordnen, sondern hier geht es um Gefühle. Vertrauen wir an uns selber, vertrauen wir an dem Leben, vertrauen wir an unserem Erfolg oder unserem Wunsch, dann merken wir, das Wasser trägt uns. Die Ergebnis ist, es kommt alles auf uns zu und wir beweisen uns auch Gott gegenüber, dass wir an die Schöpfung vertrauen, an Gott vertrauen. Aber das gehört auch dazu, dass wir an uns selbst auch vertrauen. Dann kommt kein Zweifel.
dann kommt keine Angst, weil in dem Moment kippt es alles um. Dann bewegen wir uns in eine andere Richtung und kommen die hohen Wellen und das erzeugt diese Sinken nach unten Zustand. Und diese Alperk erzählt diese Geschichte, weil das kennt beide Seiten, die verbindet die beiden Fische. Und weil heute bei diesem Schicksalstag, hier liegt die Lösung im Tierkreiszeichen Fischen, also sollen wir orientieren, welche Richtung schwimmen wir und wo liegt das Vertrauen. Und nochmal ein Einfluss, und da kommen die Kreuzung. Vertex bestrahlt auch die heutige Mondbewegung, und dieser Vertex ist ein Knotenpunkt im Himmel. Da treffen viele, viele Sterne in einen Knoten. Und das wirkt auch unserem Leben, beeinflusst diese kosmische Energie unserem Alltag, unserem Leben, weil Mond vermittelt uns das. Also ein Schicksalsweg oder Schicksalswegen kreuzen sie sich. Dieser Vertex, was auch astrologisch gibt es eine versteckte Aszendent, was auch Vertex heißt, aber abgesehen davon, dieser Vertex ist nichts anderes als Andromeda-Nebel, so heißt es astronomisch. Und das ist dieser Knotenpunkt, wo vielen Wegen kreuzen sie sich. Und wir stehen gerade in diesem Kreuzung. Wie ich schon Anfang gesagt habe, das kann bedeuten, dass wir jetzt orientieren bei diesem Kreuzung, wie ein Wegkreuzung, und überlegen, ja, wie geht es jetzt weiter? Sollen wir links oder rechts oder geradeaus oder zurück? Also müssen wir Entscheidungen treffen. Kann auch bedeuten, dass jemand andere steht in diesem Kreuzung, aber beeinflusst unserem Leben. Oft bedeutet diese Kreuzung, dass menschliche Schicksalswege kreuzen sie sich und kommen zu einer karmischen Begegnung zum Beispiel. Und diese Energie haben wir. Jetzt all das zu manifestieren, unseren Wünsche in Realität umsetzen, heute ist sehr schwierig. Immerhin dürfen wir nicht vergessen, dass wir diese Spannung haben. Und die Spannung erzeugt erstmal Pluto und Lilith Verbindung im Steinbock, das eine Seite, und in andere Seite Merkur und Uranus Verbindung im Widder. Die Widder würde bedeuten Neuanfang, aber es ist schwierig, jetzt schon Schritte zu machen. Warum? Weil Pluto sagt auch etwas. Etwas muss dafür aufopfern. Etwas müssen wir loslassen. Das kann auch die Gefühl sein, Angst. Das nochmal überprüfen. Haben wir noch Zweifel? Haben wir noch Angst? Oder müssen wir kündigen, damit eine neue Arbeit beginnen können? Oder müssen wir etwas beenden in Beziehung oder Grenzen setzen? Etwas müssen wir aufopfern, damit dieser Wunsch zum Erfüllung gehen kann. Aber diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die Feuerelement wieder ist da. Nur die Steinbock bremst uns. Die Steinbock bremst uns, wo die Steinbock sagt, stopp, warte noch, überprüf noch etwas. Was muss noch verabschieden? Von was sollst du noch loslassen, verabschieden? Und dann erst der richtige Moment. Und das zeigt auch die Bewegung Uranus und Merkur, weil die stehen jetzt exakt im Grenzbereich zu Stier. Es nähert sich auch Neumond und nach Neumond ist, sie sind schon mit Neumond, ist schon Merkur und Uranus im Stier. Und Stier ist Erdeelement, Realität. Das ist schon greifbar, das ist schon sichtbar. Das sind noch keine Träume, keine Vision, sondern das ist etwas, womit wir anfangen können. Und diese Veränderungen, das ist nicht mal Merkur, was das die großen Veränderungen auslöst. Das sind vielleicht die Handlungen, aber Uranus, das sind die Umbrüche. Und das wirkt jetzt schon bei Stier. Also das sind die Einflüsse von Sternen,
Ich würde zeitlich mal so bestimmen, wir spüren diese Kreuzung, wir spüren diesen Schicksalstag, Mond löst in unseren Gefühlen etwas aus, sofort starten, sind Einschränkungen da, Steinbock bremst noch, Pluto bremst noch, Pluto sagt, alles oder nichts, nichts mitschleppen, du musst noch von vielem verabschieden, das ist so die Einstellung Plutos und das sollen wir verinnerlichen, diese Neumond, was sich nähert, eignet sich dafür, dann noch aufräumen, nach innen schauen, was müssen wir noch entfernen, damit dieser Wunsch zum Erfüllung geht. Und wenn Neumond vorbei ist, und das ist ab 16. Mai, ist das alles vorbei, die Neumond, beginnt die zunehmende Mondphase. Und mit diesem Beginn der zunehmenden Mondphase können wir starten. Und in dieser Zeit ist Uranus schon im Stier, Merkur ist im Stier, also das wird schon realisierbar. Das sind die zeitlichen Abläufe. Damit wir das alles bekräftigen oder diese Kraft haben dazu, empfehle ich die Jaspis als Halbedelstein. Diese Jaspis war, so beschreibt die Geschichte, die Grundstein im Stadtmauer von Jerusalem. Das war der erste Baustein. Und dieser Stein verkörpert auch diese Eigenschaften. Die erste Schritt, die erste Baustein. Etwas zu beginnen, zum Aufbauen, diese Kraft zu haben, diesen Mut zu haben, das ist ja Spis. Und wird auch zum Tierkreiszeichen wieder zugeordnet, also Neuanfang, ein Neubeginn. Dann hat ein Bezug auch zu Tierkreiszeichen Jungfrau, das in Ordnung bringen, etwas noch überprüfen. Und natürlich Jungfrau ist auch Erdeelement, also auf dem Realität umsetzen, aber ordnungsgemäß. Und dann kommt auch noch die Steinbock dazu. Jaspis wird auch zum Steinbock auch zugeordnet und diese Ziele auch zum Erreichen, egal wie steinig das Weg erscheint, nicht aufgeben, sondern diese Durchhalten, diese Kraft zu haben, all das zusammen, auch die Tierkreiszeichen sprechen dies dafür, die Tierkreiszeichen sprechen dafür, auch wenn zwischen Widder und Steinbock eine gewisse Spannung ist, durch die Elemente her, die Lösung liegt in Fischen, in diesem Vertrauen, da löst sich das auf und dann so kommen wir zum Gleichgewicht. Also ich empfehle Jaspis, das passt genau zu diesem Thematik und wir sollen Jaspis immer wieder mal entladen mit lauwarmes Wasser, mit fließendem Wasser und aufladen mit Bergkristall und mit Sonnenkraft, passt auch sehr gut zu Jaspis und immer nach Themen aufladen mit Mondenergie. Und heute gerade bei Neubeginn, bei Orientierung oder all das, was wir so vorhaben, das eignet sich jetzt gerade die Widdermond oder etwas noch loslassen. Es ist immerhin abnehmende Mondphase. Was sollen wir loslassen, damit ein Neubeginn kommen kann? Also das wäre die Energieform von diesem heutigen Mondbewegung in Tierkreiszeichen Widder. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an. In diesem Moment, wo wir sehr stark verspüren diese Sehnsucht, diesen Wunsch, weil das wirkt auf unseren Emotionen, in diesem Augenblick steigt die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf mit Chiron. Und Chiron zeigt an, wo weh tut. Also etwas sollen wir noch anschauen, was uns kränkt. Wenn das um eine Krankheit handelt, dann kommt eine Heilung. Wenn das um Berufung handelt, wie ein heilerischer Beruf, dann sind jetzt die Chancen da, das im Griff zu bekommen, die Möglichkeiten nützen, diese Berufung zum Leben. Wenn das um eine Veränderung handelt, weil etwas uns kränkt im Arbeitsplatz oder in Beziehung, dann ist wichtig auf Pluto achten, was Pluto vermittelt, verabschieden alles, was uns stört, so bleiben wir im inneren Kraft und das ist unsere Macht und dann können wir da ein bisschen aufräumen
oder kommt eine Heilung, weil dieser Chiron ist nicht dafür da, dass wir uns krank fühlen oder uns kränken möchte, sondern öffnet die Augen auf etwas, was für uns unangenehm sein kann, das in Ordnung zu bringen, und dann ist die Heilung da. Natürlich, wenn hier in diesem Kreuzung, wie Schicksalswege kreuzen, besonders wenn es um karmischen Begegnungen handelt, dann kommt vieles in Oberfläche. Und das fühlen wir auch. Und hier kommt ein Heilprozess. Und das, was Chiron hier gerade in diesem Punkt, das Aufstieg, auch zeigt, gerade in diesem Moment, dass auch mal die Augen öffnen, das kommt nämlich hoch alles. All das, was uns kränkt, kommt jetzt, egal wie tief das ist, kommt jetzt in die Oberfläche. Außerdem haben die Wiedergeborenen gerade die Bedürfnis nach Veränderung, etwas in Ordnung zu bringen, etwas in die Licht zu bringen, wahrgenommen werden. Das sind schon Wünsche für die Wiedergeborenen, aber natürlich gibt auch eine gewisse Spannung da. Wie ich schon sagte, Uranus und Merkur stehen gemeinsam, wirken auch gemeinsam, und Merkur heißt Gesprächen und Handlungen, und Uranus sorgt dafür, dass plötzlich etwas kommt. Also die Wieder neigt dazu, impulsiv zu handeln, unüberlegt vielleicht etwas sagen. Und hier müssen wir ein bisschen bremsen, diese Emotionen. Uranus ist astromedizinisch unserem Nervensystem zugeordnet. Das kann natürlich auch bedeuten, dass eine Information kommt oder ein Nachricht, und es zehrt ein bisschen die Nervensystem, weil das macht uns wütend. Also hier reagieren die Wiedergeborenen gerade impulsiv. Sie sagen etwas oder handeln, was sie später dann bereuen. Oder kommen Einflüsse von außen, und das bringt aus dem Gleichgewicht. Damit können wir rechnen. Die Lösung liegt in Fischen. Einfach fließen lassen, im Vertrauen bleiben. Nicht sofort handeln, auch nicht impulsiv handeln. Das sind wirklich unüberlegte Handlungen, gerade und das für die Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeboren haben auch dieses Bedürfnis wahrgenommen zu werden, die Wahrheit zu bekommen, und haben einen sehr guten Saturn-Einfluss gerade, und das beeinflusst die Schicksal. Und damit können die Stiergeborenen gerade rechnen. Es beginnt etwas. Es beginnt eine neue Periode jetzt bei den Stiergeborenen. Und es wird in den kommenden Jahren aufgeräumt. Große Veränderungen, Umbrüche und Veränderungen im Leben. Uranus begrüßt die Stiergeborenen. Es nähert sich, ist schon im Grenzen. Und in den nächsten Jahren wird wirksam sein bei den Stiergeborenen. Und mit Sicherheit kann ich sagen, das sind Veränderungen, Umbrüche werden. Und mal bis Jahresende wird zwar Uranus rückläufig und kehrt zurück im Widder, aber nur für kurze Zeit, und dann kommt wieder im Stier. Also die Stiergeborenen begrüßen Neumond, genau, das ist 15. ist Neumond. Mit diesem Neumond können sie Uranus begrüßen. Nicht nur Uranus, sondern auch Merkur. Also die Gespräche nehmen zu, kommen Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und heute ist ein guter Saturn-Einfluss auf die Sonne. Das heißt, die Stiergeborenen sehen etwas klar und deutlich, und sie wissen, welche Richtung sie gehen, welche Entscheidungen sie treffen. Also kommt Klarheit und Orientierung, und das bringen sie nach außen, und somit werden auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, und hier kommt eine wichtige Entscheidung, falls die Zwillingsgeborenen zweifeln an die Liebe und zweifeln auf den Gefühlen. Sie möchten nicht mehr in diesem Zweifel bleiben, sondern die haben gerade die Bedürfnis, und das ist die Pluto-Einfluss gerade, ja oder nein, es gibt kein Zwischen,
Lösung, es gibt kein Vielleicht. Diese Wort werden die Zwillingsgeborenen jetzt nicht kennen, was die Liebepartnerschaft betrifft. Sondern die Zwillingsgeborenen haben gerade diese Bedürfnis nach Klärung, ein klares Nein oder ein klares Ja. Vielleicht gibt's jetzt nicht. Weil diese Vielleicht, was die erlebt haben in Vergangenheit, das war immer diese Hin und Her und immer diese Zweifel. Und diese Zweifel kränkt die Zwillingsgeborenen und die wollen aufhören zum Zweifeln und sie verlangen jetzt in die Liebe, Partnerschaft ein klares Ja oder Nein oder ihre Einstellung ändert sich in eine Richtung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen verspüren eine gewisse Spannung und fühlen sich kraftlos. Es beruhigt sich aber, und sie können damit rechnen, dass der Neumond einen guten Einfluss hat auf den Krebsgeborenen und da beruhigt sich alles. Sie bekommen auch die Klarheit, eine gute Nachricht ist unterwegs und gute Veränderungen. Und momentan ist es wichtig, in Kraft zu bleiben, weil die Krebsgeborenen fühlen sich jetzt müde, erschöpft und kraftlos. Erstmal ein bisschen Geduld, das wird besser. Zweitens, sie brauchen gerade die Rückzug und Erholung und sie sollen auch die Tage genießen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen begeistert etwas Neues und sie sind dabei, wirklich etwas Neues starten und diese Wunscherfüllung begeistert die Löwengeborenen, weil sie haben diese schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen bringen etwas in Ordnung im Gleichgewicht, im eigenen Leben und in jeder Lebenssituation, auch privat, auch beruflich. Und die Jungfraugeborenen werden für auch anderen da zu sein, einen Rat zu geben, etwas in Ordnung zu bringen. Aber sie sollen eher unterstützen, diese Wünsche, diese Sehnsüchte, auch Verständnis zeigen, wie wichtig das für andere sein kann. Also nicht abraten, sondern eher andere stärken dabei. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft, sehr wichtig. Diese Leichtigkeit kommt, die Entscheidungen, das macht die Waagengeborenen etwas unsicher. Vielleicht brauchen sie ein bisschen Zeit und sie können auch diesen Neumond dazu nutzen, mal zurückziehen, meditieren oder nach innen schauen. Und dann, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, besonders dann, wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge, dann kommt auch etwas in Bewegung, besonders in die Liebepartnerschaft erleben sie dann Leichtigkeit, Glück, Bewegung. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sehen die Möglichkeiten und Chancen. Vielleicht diese Unsicherheit spürbar, aber sie brauchen wirklich nicht unsicher sein, weil das klärt sich etwas auf und dieser Wunsch, diese Sehnsucht, das werden die Skorpiongeborenen ganz genau anschauen und sehen und ist auch wichtig, dass sie das klar und deutlich definieren, was das sein soll. Und dann können sie etwas dafür tun, dass sie auch ihre Wünsche erfüllen. Aber erstmal das Sehen ist wichtig. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen kommt etwas in Bewegung, trotz dieser Spannung, das spüren sie vielleicht in Umgebung, aber das trifft nicht direkt die Schützengeborenen, sondern sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Liebe Partnerschaft ist wichtig, die Gleichgewicht, das darf nicht einseitig sein und wenn das im Gleichgewicht ist, dann kommt auch in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen, natürlich hier ist eine geballte Energie, eine geballte Ladung von Energie, auch eine gewisse Spannung, muss ich sagen, unangenehme Nachricht. Oder ein Gespräch bringt die Steinbockgeborenen aus dem Gleichgewicht. Also die Spannung, die Hochspannung ist hier auch spürbar. Auch diese Gewissheit, dass sie etwas verabschieden sollen, aber vielleicht sogar die Angst davon, wie sage ich das, wenn ich jetzt trennen möchte oder kündigen möchte oder von etwas verabschieden möchte.
man hat Schuldgefühl oder man zweifelt daran, Angst davon. Das in Sprache zu bringen, kann auch bedeuten, dass sie gerade eine Kündigung bekommen oder in Trennung sind. Das ist unangenehm. So die Gespräche, die Handlungen können unangenehm sein, besonders wenn es darum geht, von etwas verabschieden. Die Lösung liegt im goldenen Mitte in der Kreiszeichen. Fischen, einfach im Vertrauen bleiben, dass das beruhigt sich alles, kommt im Fluss, das habe ich erklärt, und so kommen die Steinbock-Geborenen dann auch zur Ruhe. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen trifft es nicht direkt, sie verspüren auch die Leichtigkeit, und wenn um Gespräche handelt, dann lieber heute noch die Gespräche, Termine erledigen, weil wenn der Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Stier, das wird für die Wassermann-Geborenen eher eine Herausforderung sein, also lieber die Gespräche noch heute erledigen, es ist noch gute Energie da. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen, liegt die Glück, liegt die Lösung. Und natürlich, was ich erzählt habe über diese Tierkreiszeichen, das können Sie Fischengeborenen vielleicht mal verinnerlichen, dass Sie die Richtung ändern, damit ein glückliches Leben haben. Das natürlich ist sehr, sehr wichtig. Und sollen Sie intuitiv sein, intuitiv handeln, vielleicht für anderen da zu sein, diese Spannung werden die Fischengeborenen spüren, die sind dazu sehr sensibel, aber trifft nicht direkt für die Fischengeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop in diesem Schicksalstag. Und ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Vielleicht eine Beratung hilft auch dabei, eine Entscheidung hilft auch dabei, im Schicksal etwas zu verändern, verbessern. Und dazu empfehle ich diese Blitzberatungen, geht das auch blitzschnell. Und das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihren Fragen und ich beantworte diese E-Mail noch im selben Tag. Alles spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.